Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute den neuen GBH18V40C im Video. Und zwar der Lückenschluss zwischen dem 36C und dem 45C. Und ob du den wirklich brauchst, das erfährst du in diesem Video. Wir haben hier also den neuen GBH18V40C. Übrigens, GBH steht für gewerblicher Bohrhammer, wer das schon immer mal wissen wollte. Und das ist wirklich ein Gerät, was sich so zwischen dem 36er und 45er einsortiert und das bei vielen Dingen. Fangen wir vielleicht mal am Anfang beim Thema Preis an. Wir haben hier Folgendes, und zwar haben wir hier einen Preis beim 36er von etwas über 400 Euro, zwischen 400 und 450 Euro. Hier beim 40er haben wir einen Preis von zwischen 600 und 650 Euro und auch hier beim 45er haben wir einen Preis zwischen 600 und 650 Euro. Hier natürlich beim 40er momentan ein Einstiegspreis, weil das Gerät ist noch so neu, das dampft quasi noch und dementsprechend weiß ich nicht, hier ist was los. Dementsprechend weiß ich nicht genau, wie sich das Gerät dann später noch entwickeln wird im Preis, ob sich das auch entsprechend in die Mitte einsortiert. Wenn es dich interessiert, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich, da findest du genau das wieder, also den aktuellen Preis und den Preisvergleich. Zusätzlich machen wir auch Folgendes, weil wir hier einige technische Daten natürlich wie immer haben, werden wir euch das auf der Werkzeugsvergleichseite auch präsentieren. Da kannst du auch mal reinschauen. Verlinke ich dir hier oben auch und auch unten in der Videobeschreibung. Und da geh einfach mal auf die Seite und da kannst du sehen, wie alle anderen übrigens auch abgestimmt haben, was ihr Liebling ist zwischen den drei Geräten. Und du kannst natürlich genauso abstimmen und dann haben wir deine Stimme auch noch mitgenommen, weil es würde mich total interessieren, sagst du eher so, ja, hier so Gewicht, Leistungssieger oder hier brachiale Power oder den hier in der Mitte. Denn brachiale Power ist genau das Stichwort. Wir haben hier beim 36er wir haben hier 7 Joule Schlagenergie, hier haben wir 9 Joule Schlagenergie beim 40er und wir haben hier bei dem entsprechend 12,5 Joule Schlagenergie. Und nochmal ganz wichtig ist Folgendes, du musst für dich wirklich wissen, was ist so gerade auch zwischen Gewicht und Kraft so das richtige Modell. Denn wenn du jetzt nur mal ein großes Loch machen willst, mal hier, mal vielleicht nochmal da, dann würde ich natürlich immer, also wenn es große und massive Löcher sein müssen, dann würde ich vielleicht zum Maximum greifen. Wenn du aber sagst, naja, mir reichen auch schon 9 Joule Schlagenergie, was schon echt viel ist, dann ist es hier so, dass das Gerät natürlich leichter ist. Und hier bei dem hier ist es auch nochmal so. Apropos Gewicht, lass uns mal ganz kurz messen, was wiegen denn die Geräte eigentlich? Hier jetzt der 45er, 9 Kilo. Boah. Jetzt hier der 40er und der 36er. Nochmal zusammengefasst, der 36er wiegt 6,2 Kilo, 40er 7 Kilo und der 45er wiegt 8 Kilo. Und wenn wir jetzt aber Folgendes machen, nämlich das Leistungsgewicht, nämlich Kilo in Joule umrechnen, das heißt also, wie viel Kilo muss ich tragen pro Joule, ja? Dann ist es so, dass wir hier pro Kilo bekommen wir beim 36er 1,1 Joule, ja? Beim 40er bekommen wir 1,3 Joule und beim 45er bekommen wir 1,5 Joule Schlagenergie pro Kilo, was wir tragen müssen. Ja? Also das heißt, hier trage ich ja 8 Kilo und dafür bekomme ich 12,5 Joule Schlagenergie. Das heißt, es wird quasi immer effizienter, aber auch wirklich immer schwerer. Und ich sagte ganz ehrlich, der 45er, also freiwillig nehme ich den nur, wenn es wirklich sein muss. Denn das ist schon, ist auch echt Gewicht. Das Interessante ist übrigens Folgendes. Der hier hat ja ein Pendant, und zwar ein kabelbetriebenes Pendant, und zwar den GBH 5-40 DCE. Ich zeige dir hier auch mal ein Bild von dem Gerät. Das ist ein Gerät, was im Grunde eigentlich genau dasselbe ist wie das hier. Ja, es wiegt geringfügig weniger, etwa so 0,7 Kilo, hat aber auch etwas weniger Kraft. Und ansonsten hat es aber genau dieselben Leistungen, aber es hat ein Kabel. Ja? Das heißt, wir haben hier ein Akkugerät mit derselben Energie wie ein Kabelgerät. Denn darum geht es, dass Bosch gesagt hat, wir wollen hier die Lücke schließen zwischen beiden Geräten und ein Pendant zu diesem kabelbetriebenen Gerät hinstellen. Und das haben sie geschafft. Gucken wir uns das Gerät mal ganz kurz im Detail an. Genauso wie beim 45C haben wir hier vorne den Akku dran und ihr könnt hier auch wunderbar entsprechend ablesen, wie voll der Akku noch ist. Hier haben wir das massive STS Max Bohrfutter, ja? Und wichtig ist, hier kann man auch nur STS Max drin benutzen. Auf der Oberseite können wir ganz normal umstellen auf Schlagbohren.
hier entsprechend den Meißel drehen und hier können wir auf Meißel wechseln. Genauso wie beim 36er, wo wir das hier auch haben, haben wir es beim 40er oder auch beim 45er auch, haben wir hier entsprechend hier oben die Dämpfung. Was wir hier noch zusätzlich haben, ist ein Sicherheitsknopf hier oben und der hat dieselbe Funktion wie bei allen anderen auch. Und zwar könnt ihr hier den erstmal drücken und dann könnt ihr das Gerät tragen. Ja, ihr habt jetzt hier ja einen Griff und normalerweise wird es losgehen. Ihr könnt aber den Knopf drücken und dann könnt ihr das Gerät ganz normal tragen und der Griff löst nicht aus. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, was du damit auch noch machen kannst, ist folgendes. Du kannst jetzt es auf Schlag, ja, also auf Meißeln stellen, ja, dann, und dann kannst du den Dauerlauf quasi einstellen. Und zwar folgendermaßen, du lässt es oben gedrückt, drückst es hier rein. Und wenn du es reingedrückt hast, dann drückst du oben drauf. Schau mal hier. Das ist eine Funktion, damit du halt dauerhaft meißeln kannst und nicht die ganze Zeit auf den Knopf drücken musst. Das Ganze funktioniert nicht beim Bohren. Ich zeige dir das auch nochmal. Ja, wenn du es da machst, dann geht das Gerät aus, denn es ist Vorschrift, dass du hier den Hebel drückst und nicht, dass es im Dauerlauf weiterläuft. Dann eine Funktion, die man nicht sehen kann, aber merken kann, ist das Thema Kickback Control. Nämlich, du kannst Folgendes machen. Ja, wenn das Gerät rumreißt, dann wird entsprechend das Ganze ausgelöst. Kickback Control ist da, genauso wie beim 36er und beim 45er. Das Gerät hier ist übrigens brushless, genauso wie die anderen beiden. Und wir haben hier ein B-Turbo brushless Gerät. Das heißt, wir haben ein Gerät, was dieselbe Kraft hat wie ein kabelgebundenes Gerät. Maximale Power. Wichtig ist, dafür brauchst du einen Pro-Core-Akku, mindestens 5,5 Ampere. Hier der 8er, der kann natürlich genauso die Leistung rausbringen. Aber der 5,5er würde reichen. Dann kannst du ihn hier reinstecken. Und losarbeiten. Zum Schluss hast du noch ein Display. Hier kannst du sehen, erstmal, wenn du einmal drauf drückst, wie voll ist der Akku eigentlich noch. Haben wir eine Überhitzung, wenn das Gerät extrem oder zu sehr beansprucht wurde. Hier wurde Kickback ausgelöst, gibt es irgendwelche Informationen. Und dann kannst du hier auch nochmal deine Modi einstellen. Und das Ganze kannst du auch nochmal entsprechend mit deinem Handy feinjustieren. Das heißt, du gehst einfach in deine Toolbox-App und kannst dort hier das Gerät so für dich einstellen, wie du es brauchst. Finde ich sehr interessant. Machen, glaube ich, relativ wenige, weil die meisten wahrscheinlich sagen werden, volle Energie und los geht's. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt mit voller Energie mal ein, zwei schöne Löcher bohren in unseren alten Autobahn-Poller. Mal gucken, wie das läuft. Durch ist der Lutz. Du hast gerade gesehen, das Gerät kann wunderbar arbeiten. Und ich muss sagen, es war schon ein amtlicher Bohrer, mit dem man wirklich sehr schnell durch dieses wirklich sehr feste Material durchgekommen ist. Ich hätte jetzt auch ganz normal einen 40er nehmen können, was ich sehr häufig jetzt beim 45er für den Test genommen habe. Aber ich denke mal, das war schon sehr anschaulich, was wir hier gemacht haben. In Summe ist es so, dass wir jetzt wirklich die Lücke geschlossen haben zwischen 36er und 45er. Haben wir jetzt den 40er mit entsprechend 9 Joule Schlagenergie. Der hat schon ganz schön Bums. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Sagt ihr, naja, für den Preis ein paar Euro mehr kann ich auch den 45er kaufen und ich nehme halt dieses massive Gewicht in Kauf, habe aber dafür 12,5 Joule. Oder sagt ihr, ach, der kleine reicht mir eigentlich, der 36er. Damit komme ich schon hin mit 7 Joule, was schon völlig okay ist. Oder nehmt ihr den 40er und sagt ihr, das ist genau meine Leistungsklasse. Schreibt das mal ruhig unten in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Denkt dran, wenn ihr die Geräte auf einen Blick haben wollt, geht ihr auf die Werkzeugvergleichsseite, oben verlinkt, unten verlinkt, auch ansonsten auf gotools.de. Und ihr träumt jetzt von großen Bohrhämmern, also ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.